Hi! In diesem Video soll es nochmal um das Schichtenmodell nach Dahrendorf gehen. Dahrendorf hat gesagt, dass die Gesellschaft sich in verschiedene Schichten gliedern lässt und das Ganze hat er letztendlich in einem Haus dargestellt, was ich hier angezeichnet habe. Was hier genau steht, möchte ich gleich noch vorlesen. Ich habe bereits ein Video über dieses Schichtenmodell gemacht. Ich finde jedoch, dass dieses Schichtenmodell auch nochmal anders aufgezogen werden kann, als ich es in einem anderen Video gemacht habe. Dementsprechend soll dieses Video nun anders sein. Aber inhaltlich ist es eigentlich das Gleiche, nur die Methodik ist ein bisschen anders. Zunächst einmal zu diesem Schichtenmodell. Hier unten ist die Unterschicht, hier ist die Arbeiterschicht, hier ist die falsche Mittelschicht, die Dienstklasse, der Mittelstand, die Elite und die Arbeiterelite ist hier. Desto höher man ist, desto höher ist man in der Schicht. Das heißt, die höchste Schicht ist hier oben, die niedrigste ist hier unten. Es ist gesellschaftlich anzustreben, eine hohe Schicht zu haben. Hohe Schichten zeigen sich dadurch, dass sie hohe Bildung haben, ein hohes Einkommen, hohe Sparrücklagen, eine besondere Freizeitbeschäftigung, beispielsweise spielen die Golf und nicht Fußball oder Rugby, also keine Freizeitbeschäftigung, wo man sie dreckig macht, sondern eher so edle Freizeitbeschäftigung wie Golf. Das ist die Elite ganz oben und hier unten haben wir dann eher so die Kriminellen und die, die lange Zeit arbeitslos sind. Jetzt haben wir das Ganze ganz grob vorgestellt. Das nächste soll ein bisschen lustiger werden und zwar gucken wir uns die kleine Olga an und den kleinen Dimitri. Die beiden werden hier in der Unterschicht geboren. Das heißt, sie kommen aus einer Familie, die langzeitarbeitslos ist, haben kein hohes Einkommen und die Familie lebt so gesehen im Existenzminimum. Und sie stammen so gesehen aus der Unterschicht und wollen nun aufsteigen im Laufe ihres Lebens. Während sie aufsteigen, durchlaufen sie die verschiedenen Schichten und ich möchte dabei erklären, wie letztendlich die Schichten geformt sind, wie sie sich unterscheiden. Zunächst sind sie beide in der Unterschicht. Die kleine Olga hat ganz wenig Geld, weil die Familie wenig Geld hat. Dimitri hat auch wenig Geld. Beide sind bildungsfern, das heißt am Tisch wird nicht über Endosymbiontenhypothese geredet, sondern wird mal ein Bier getrunken, auf den Tisch gehauen und dann nochmal erzählt, oh, heute auf der Arbeit war aber cool, ne? Sowas ist hier unten. Und so sieht deren Leben aus. Das ist deren Ausgangssituation. Allerdings gehen sie zur Schule. Sie schaffen es, ein relativ gutes Abitur zu machen. Und nun beginnt das Leben im Erwachsenensein. Olga entscheidet sich, zunächst zu einem Fastfood-Restaurant zu gehen und dort an der Kasse zu arbeiten. Nun befindet sie sich in der falschen Mittelschicht, beziehungsweise im falschen Mittelstand. Das bedeutet, sie macht sich ihre Hände wohl nicht dreckig. Anders als Dimitri, der nun beschließt, in einem Unternehmen, in einer Firma, als Werkzeugmechaniker zu arbeiten. Dimitri macht sich die Hände dreckig. Dimitri hat einen scheißschweren Job. Er arbeitet und kriegt dafür kaum Geld. Das ist die typische Arbeiterschicht, in der Dimitri nun ist. Olga arbeitet bei einem Fastfood-Konzern an der Kasse. Macht sich ihre Hände nicht dreckig, hat aber nichts zu sagen. Genauso wenig wie Dimitri. Ihre Freunde, ja, das sind Leute, die sich auch die Hände nicht dreckig machen. Und die kommen vor allem aus dem Mittelstand und aus der Dienstklasse. Das heißt, der Mittelstand ist ähnlich wie der falsche Mittelstand. Die machen sich ihre Hände auch nicht direkt dreckig. Sie sind aber auch Dimitri sehr ähnlich, denn das sind selbstständige Menschen. Das heißt, die waren vielleicht mal Arbeiter, haben eine sehr gute Ausbildung gehabt und machen sich die Hände nicht dreckig, sondern lassen arbeiten. Und die Dienstklasse, das sind Menschen, die relativ viel Macht haben, sind allerdings in einem Angestelltenverhältnis, das heißt, sie sind nicht selbstständig, leiten aber stattdessen beispielsweise das Restaurant. Eine Freundin von Olga leitet das Restaurant, in dem sie arbeitet. Dimitris Freunde kommen alle von seinem Job. Die sind alle aus der Arbeiterschicht. Hier fühlt er sich sehr wohl. Olga hingegen fühlt sich mehr der Mittelschicht und der Dienstklasse zugehörig, obwohl sie ein sehr viel geringeres Einkommen hat. Das liegt daran, dass sie die gleichen Tätigkeiten fast macht.
wie diese beiden Schichten. Deswegen falsche Mittelschicht. Sie hat wohl wesentlich weniger Einkommen und auch eine geringere Bildung. Bisher hat sie nur hier gearbeitet, keine Ausbildung gemacht und hat auch keinerlei Macht in ihrem Beruf. Allerdings macht sie ungefähr die Aufgaben, die auch die Dienstklasse und die Mittelschicht macht. Sie arbeitet relativ selbstständig, hat allerdings nichts zu sagen. Das heißt, sie macht ihre Arbeiten, sie guckt selber, wo muss hier und da was aufgefüllt werden im Restaurant. Das macht sie alles selbstständig, hat allerdings nichts zu sagen, macht sich ihre Hände nicht dreckig. Deswegen fühlt sie sich der Arbeiterschicht nicht zugehörig. Die machen sich ihre Hände dreckig, die müssen schwere Sachen tragen und so. Das muss sie eigentlich nicht. Sie ist ganz so ein zierliches Mädchen, was an der Kasse steht und fühlt sich daher diesen höheren Schichten zugehörig. Dementsprechend beschließt sie, eine Ausbildung zu machen. Und als sie die Ausbildung fertig hat, geht ihre Bekannte, die Restaurantleiterin, in Rente. Und sie, die Olga, übernimmt diesen Job und steigt zur Dienstklasse auf. In die Dienstklasse gehören Leute, die immer noch nicht volle Befugnis haben. Das heißt, es gibt immer noch Leute über ihnen. Aber dieses eine Restaurant, was zu einer großen Kette gehört, das darf Olga nun leiten. Auch Beamte wie Lehrer zählen in die Dienstklasse rein und mit denen versteht sie sich auch ganz gut. Die haben ungefähr das ähnliche Einkommen, haben ungefähr dieselben Befugnisse und die verstehen sich jetzt ganz gut. Sie ist so gesehen in die Dienstklasse aufgestiegen. Bei Dimitri sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Er hat jetzt in dem Unternehmen, in dem er ist, eine Ausbildung gemacht und hat beschlossen, als die Ausbildung sehr gut zu Ende war, ich mache auch noch einen Meister. Daraufhin gehörte er zur Arbeiterelite. Das heißt, er war jetzt einer im Unternehmen, der wirklich etwas zu sagen hatte, der Fähigkeiten hatte, der die Bildung hatte, etwas zu bewegen. Und was auch wichtig ist, er war in einer gewissen Funktion selbstständig. Denn er konnte nun andere in dem Betrieb befehligen. Er konnte Anweisungen geben und sagen, mach du mal das, mach du mal das. Er hatte ein besseres Einkommen als die anderen und gehörte so gesehen zur Arbeiterelite. Nach 2 Jahren weiterer Beschäftigung in diesem Betrieb hat er sich beschlossen, selbstständig zu machen und leitet nun ein eigenes kleines Unternehmen. Er gehört nun dem Mittelstand an, denn der Mittelstand, das sind selbstständige Menschen, die ihre eigenen Arbeitgeber sind, die haben ein relativ passables Einkommen, ungefähr so viel wie die Olga jetzt hat, und die Olga und der Dimitri verstehen sich auch ganz gut. Der Dimitri, sein Unternehmen läuft so gut, dass er letztendlich zum mehrfachen Milliardär wird und somit in die Elite aufsteigt. Die Elite, das sind Menschen, die selbstständig sind, die große Institutionen leiten. Die Firma, die Dimitri gegründet hat, ist mittlerweile eine riesige Institution. Er hat sogar die Firma von Olga aufgekauft, den ganzen Fastfood-Konzern, und Olga arbeitet so gesehen jetzt für Dimitri. So ungefähr kann man sich einen Werdegang vorstellen, in optimierter Weise. Dass man in der Unterschicht geboren wird und sich dann hochkämpft. Diese Linien zeigen, wenn die gestrichelt sind, dass hier ein Übergang gut möglich ist. Diese durchgezogene Linie zeigt, ein Übergang ist hier nur sehr schwer möglich. Direkt von der Arbeiterschicht in den Mittelstand, das ist nicht möglich. Das liegt daran, dass man hier noch ungelernt ist, beziehungsweise gerade erst eine Lehre macht. Man kann noch nicht so viel, man hat auch nicht wirklich die Kompetenz, irgendwie Unternehmen zu leiten. Geschweige denn in manchen Berufssparten sogar die Befugnis, da muss man erst den Meister haben. Deswegen führt der Weg von der Arbeiterschicht zum Mittelstand letztendlich über die Arbeiterelite. Während die falsche Mittelschicht, naja, die kann selber in den Mittelstand mehr aufsteigen. Das liegt daran, dass da nicht unbedingt immer Meister gebraucht wird. Das heißt, hier die Olga hätte auch sagen können, nachdem sie so lange im Fastfood-Management da gearbeitet hat, beziehungsweise nicht Management, sondern an der Kasse gearbeitet hat, hätte sie auch sagen können, so, ich mache selber einen kleinen Kiosk auf oder so. Daraufhin wäre sie selbstständig gewesen, hätte in gewisser Weise im Mittelstand angehört, natürlich hier dem unteren Mittelstand, sie hätte wahrscheinlich nicht viel verdient, aber wir wissen, was gemeint ist. Wir haben nun auch die verschiedenen Klassen voreinander abgegrenzt, diese verschiedenen Schichten haben wir nun auch definiert. Wir wissen, was Sache ist. Die Unterschicht, das sind Kriminelle und Langzeitarbeitslose. Dort, wo Olga und Dimitri nun mal herkommen. Die Familie war langzeitarbeitslos, somit waren Olga und Dimitri nicht großartig gebildet, weil am Tisch auch sie nicht diese Bildung erfahren haben. Allerdings sind sie zur Schule gegangen und hatten dadurch die Befähigung aufzusteigen. In der Arbeiterschicht ist dann der Dimitri angelangt, hat dann eine Ausbildung und einen Meister gemacht, anschließend sich selbstständig gemacht und das Unternehmen lief sehr gut.
Olga wurde im Unterschied ebenfalls geboren, hat dann in einem Fastfood-Restaurant an der Kasse gearbeitet, wurde später Restaurantleitung und arbeitet später für Dimitri. Natürlich hätte sie auch ganz anders dieser Weg verlaufen können. Sie hätte in der Unterschicht ganz lange verweilen können, hätte dann an der Kasse gearbeitet, hätte parallel ein Studium aufgenommen und wäre dann Lehrerin geworden, nachdem ihr Studium fertig gewesen wäre. Dann wäre das hier nur der Übergang gewesen, um das Studium zu finanzieren. Und dann wäre sie später Lehrerin gewesen und in der Dienstklasse aufgestiegen. Später hätte sie in die Politik gehen können, Spitzenbeamtin werden können, indem sie in die Spitzenpolitik gegangen wäre. Wäre vielleicht Bundeskanzlerin geworden und hätte dann auch zur Elite gehört. Wir sehen, Übergänge sind möglich, allerdings zum Teil beschränkt. In die Elite aufzusteigen aus dem Mittelstand ist sehr schwer, weil es sehr viel Konkurrenz gibt. Deswegen passiert dieser Übergang selten. Es gibt auch nur 1% in der Bevölkerung, die das letztendlich schaffen. Weil 1% der Bevölkerung, das ist die Elite. Mehr nicht, das heißt 99% sind der Rest. Der größte Teil dabei ist die Arbeiterschicht mit 45%. Das sind Landarbeiter, Bauarbeiter und was man sich so alles vorstellen kann. Das, was Dimi zwischenzeitlich auch war. Ich hoffe hier nun ein bisschen Klarheit, weiterhin dieses Modell nach Dahrendorf gebracht zu haben. Ich habe da noch ein anderes Video, was man sich gerne angucken kann. Da sattel ich das ganze Pferd andersrum und das heißt, ich gehe von oben nach unten vor und letztendlich haben wir kein Olga und kein Dimitri, das heißt, das Ganze ist nicht ganz so lebendig gestaltet. Aber ich hoffe, dass hier das Wichtigste klar geworden ist bei dieser Methodik nun, dass man mal versucht, das ganz anders aufzusatteln, ein bisschen lebendiger, ein bisschen mehr Stimmung reinzubringen. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.